Dankeschön. Ich danke dir. Ja, sorry, irgendwie kriege ich gerade ganz viele Nachrichten. So. Und weiter geht's. Hup. Hup. Sonst habe ich halt nie Störungen, weil ich recht spät aufnehme und ja, um die Uhrzeit ist meist keiner mehr wach. Show must go on. Sie ist faktisch krank, stellt sich verrückte Dinge vor und hat einen Heldenkomplex, einen Drang, anderen zu helfen, weil sie sich selbst nicht helfen kann. Und einen Hang zur Weltverbesserung. Sie will den wahren Sinn ihres Lebens entschlüsseln und weiß nicht, wer den Schlüssel hat. Tja, das ist schlecht, würde ich mal meinen. So, jetzt muss ich mir erstmal umgucken, dass ich hier nichts. So, da hinten müssen wir hin. Hier geht's lang. Oh. Oh, ich habe aber. Also ein bisschen Schwein habe ich heute doch schon irgendwie. Juhui. Was ist da denn los? Ich hab's ja gleich bekommen hier. Fliegender Wechsel. Da muss ich nochmal eine Runde drehen, ich will den Zahn haben. Ding. Ich hab ihn. Und hüpf. Mal gucken, was der Alte will. Wunderschönen guten Tag. Die wilden Wespen belagern uns. Sie kontrollieren die Gipfel von Osten nach Westen. Du musst sie besiegen, um zur Raupe zu gelangen. Ich muss wohl auf den Gipfel hinaufsteigen, denn er wird nicht zu mir kommen. Wir vertrauen darauf, dass die Raupe, die Seltsame, die Wunderbare, denen hilft, die in Not sind. Eines Tages werden wir es wissen. Reinheit des Herzens bedeutet nur eines zu wünschen. Um seinen heiligen Heim zu erreichen, musst du dich dem grausamen Daimios stellen, der uns den Zugang zu seiner Macht verwehrt. Tja, ich öffne den Eingang in die heiligen Höhlen, wo deine Reise beginnt. Yay, ich hab in die heilige Höhle. Heilige Höhle. Ob ich die heilige Miesmuschel treffe? Man weiß es nicht. Mhm. Speicher, Speicher. Speicher ist immer gut. Nein. Ah, okay. Oh mein Gott, ich bin in deinem Bild. Tick-Tack. Geile Nummer. Alice kann sich wie sonst bewegen, springen, schrumpfen und auch schweben. Beweg dich vorsichtig, um Gefahren zu entgehen. Sehr geil. Ein Bild häuslicher Harmonie und Ordnung. Die fruchtbare Landschaft förderte Fleiß, Toleranz und Zusammenarbeit. Liebende Familien gediehen, glückliche Kinder und teure Freunde, dankbar für ihr Wohlergehen, lebten über Generationen sicher, geschäftig und frei. Aber ein plötzlicher Angriff von außen zerbrach ihre zarten Körper und beinahe auch ihren großzügigen Geist. Das spielt echt Style, also diese ganzen Gimmicks, die da mit drin sind, das gefällt mir übelst gut. Und boing. Klasse. Ausweichen. Kein Problem. Immerhin. Noch. Nein. Ah, ich dachte, ich schaff's. Hab ich falsch gedacht. Ich war aber jetzt drüber. Das fand ich jetzt, ne? Scheißspiel. Oh, schnell. Hui. Wir haben es geschafft. Ein laues Lüftchen. Kommt, den Zahn holen wir uns. Zack. Das wäre bestimmt fein gewesen. Wäre ich dagegen gekommen. Hundertprozentig. Ich wollte es aber gar nicht erst probieren, bei meinem Glück. Hui. Oh. Was zur Hölle?
auf James. Danke. Oh, schnell. Das Glück kommt von oben. Oder auch nicht. Ich will wissen, was hier ist. Ein Pfirsich. Der Peach. Sehr schön. 2D. Jump run. Oh, oh, oh. Das ist alles so groß. Boing. Weiterzugehen, dann gehe ich erstmal hier hoch. Ja, so viel dazu. Yay! Yay! Boing! Schwing! Na ja, komm schon, Bubi. Aufwärts, danke. Und abwärts. Okay, ich gehe mal stark davon aus, dass ich da hätte irgendwo abspringen sollen. Da zum Beispiel. Oder auch nicht. Nö, scheint nicht. Ach, Tatsache. Okay, hier war auch was. Drüben ist doch was. Noch ein Pfirsich. Nur so kleine Zähnchen. Das ist auch nicht das hier Yellow vom Eck. Das Yellow. Und wollen wir mal einen Fisch ziehen? Ziehen wir an den Fisch. Hinaus zum Verlassen. So, okay, dann wollen wir mal raus hier. Das war eigentlich mal ganz witzig. Schöne Abwechslung. Willkommen in der trostlosen, üblichen Welt. Oh, wo ist die Katze? Nur Narren glauben, dass Leiden der Lohn fürs Anderssein ist. Ich glaub's nicht. Okay, es grunzt jetzt schon da. Piggy Nose. Die Dinger sind mir immer noch lieber als diese komischen roten Teile, womit ich immer so viel Glück habe. Eine pflichtbewusste, ehrbare Tochter würde ihrer Familie ein Denkmal in Marmor setzen. Ich kenne da einen begnadeten Bildhauer, mit dem sich etwas aushandeln ließe. Okay. Wenn mir das natürlich so empfohlen wird, dann mache ich das. Wir sind gleich rübergekommen, was ist denn da los? Schweben! Ich ahne Böses, dass ich diesen roten Dingern nicht zu nahe kommen darf. Samurai-Wespe-Bogenschütze. Ja, klasse.
gute alte MG. Mit dem krassen, übelsten Feuer und so. Umgeht die mal eben. Zu uns die Arbeit. Gehen wir hier rüber. Okay. Da ist eine heulende Frau wieder. Was will mir das sagen? Ah, da muss ich hoch wahrscheinlich. Eben gerade sage ich noch, ich finde die Dinger kacke und jetzt klappt das auf einmal alles. Man muss immer erst meckern. Rollentausch. Wieso zeigt er mir das? War das jetzt nur wegen der Walnuss und den und der Pfirsich oder? Chef hat dich gerufen. Kein Ding von uns Marathonläufern. So. Machen wir eine schnelle Variante. Zähnchen. Mach mich schon klein, dass ich den Weg sehe. Ja? Und ich trete natürlich auf die eine Kante, die es gibt, die treffe ich. Oh. Unglaublich. Obwohl, hier ist nicht mal eine. Ich kann es nur mal wieder betonen. Ich sag's nochmal. Unglaublich. Komm her, du Miststück von Platte. Habe ich auch mein Glück aufs Spiel gesetzt. Weil ich so viel ja, davon hab. Tja. Sogar Samurais müssen aufpassen, was sie tun. Komm her, Clipperman. Komm, ziehen wir eine Fisch. Underfish. Underfish. Fläschchen. Oh nein, ich muss zurück. Lebend. Das ist viel schlimmer. Ich muss lebend zurückkommen. Huh, das war aber. Und hoch hinaus. Yay. Wir haben es geschafft. Was ist das? Wo ist er? Oh. Eine Reittintenwespe? Was zum? Dingern zu visieren.
gelaufen. Ah, hui, nicht naschen.